alle Spiele der BKBBL live und on demand. Und Highlights for free. Nur hier. Telekom Basketball. Der Wurf, der nicht funktioniert von Nash. Der Angriff auf der anderen Seite, eigentlich schon fast verloren. Und dann dribbelt sich Kramer da irgendwie durch. Am Rande des Offensivfouls, der Ball kommt raus und Duggins für drei. Das ist seine Spezialdisziplin und das war die 5-Punkte-Führung für die Braunschweiger. Duggins am Ende mit 19 Punkten und den ganz wichtigen drei hier zum letztlichen Erfolg für die EWE Baskets, die in den entscheidenden Momenten die richtigen Antworten hatten.